Liter TFSI. Was haben wir für Leistung? 230 PS. Und 370 Newtonmeter. Das Fahrzeug kommt zu uns in den nächsten Wochen und zu mir bezüglich einer Downpipe. Da geht es einfach darum, Matthias möchte eine Leistungssteigerung. Ohne möchte es aber so, dass alles legal ist. Das heißt, es gibt eine EWG-Downpipe. Es wird eine HG Motorsport Ansaugung geben. Auch die ist mit TÜV. Geiler Pischo. Auch die ist mit, auch die ist mit TÜV-Gutachten. Ja, was gibt's groß zu sagen? Neuer TT, Typenbezeichnung ist 8S. Ganz geht leider nicht. Sehr schönes Auto, finde ich. In dem Fall haben wir ein DSG-Getriebe. Von der Ausstattung her, glaube ich, hast du relativ viel. Du hast S-Line innen, S-Line außen, ne? Ja. Also soweit komplett volle Hütte. Was ich geil finde, sind diese Drehregler. Das haben sie richtig, richtig geil gemacht. Die Ausnahmsweise die ganze Bedienung für Sitzheizung, Klima, das ist alles in den Reglern integriert. Alles sehr aufgeräumt. Aber kommen wir zum wichtigen Thema zurück. Thema Leistungssteigerung bei dem Auto. Nur durch Software sind so circa 300 PS und so knapp 450 Newtonmeter möglich. Wenn man hier jetzt eine Downpipe verbaut, wenn man hier einen Ladeluftkühler verbaut, dann ist natürlich noch eine Steigerung drinne. Der erste Step wird sein, die Downpipe verbauen, in dem Fall eine EWG-Downpipe von HG Motorsport. Die Cuts, wie ihr wisst, die kommen automatisch von HJS, weil das einer der wenigen bzw. einer der einzigen Hersteller ist, der die quasi TÜV geprüft hat, dass es auch quasi zulässig ist. Die Ansaugung kommt auch von HG Motorsport. Da hast du dir, glaube ich, die große rausgesucht. Ja, richtig. Die neue. Mit, wo vorne auch quasi der komplette Einlasskanal dabei ist, im Carbon-Look. So ist die Generation. Wird, glaube ich, richtig gut. Was irgendwann noch geplant ist, das ist aber in ferner Zukunft, weil es halt doch relativ teuer ist, das ist eine Klappenabgasanlage. Ne? Das hast du zumindest mal in Kopf gesetzt. Ja, auf jeden Fall. Wenn er das Fahrzeug behält, wäre das, glaube ich, eine schöne Abrundung. Der Klang in Verbindung mit der Downpipe ist dann natürlich atemberaubend. Da gibt's, haben wir diverse Videos schon angeschaut. Jo, macht richtig Spaß. Jetzt würde ich sagen, wir fahren noch ein bisschen. Ich finde, das Auto fährt sich übrigens sehr gut. Sehr sportlich, liegt auch mit dem Fahrwerk schon gut auf der Straße. Wir werden jetzt versuchen, ein kurzes Soundfile anzuhängen. Und dann würde ich sagen, dann messen wir ein paar Zeiten und dann sehen wir uns gleich. Ciao. Soundfile haben wir hinten angehängt. Ich werde es in zwei Teile machen. Also ihr habt jetzt einen Soundfile gesehen, ihr kriegt nachher noch mal eins. Der Step jetzt ist, wie ihr hier oben schon seht, wir machen jetzt eine kleine Messfahrt 0 auf 100.
dann gibt es kurz einen Steppenabschnitt, dann gibt es kurz einen Umschwenk, dann fahren wir kurz auf die Autobahn, in dem Fall auf die 81 Richtung Herrenberg, und da wird es dann ein 100 bis 200 geben. Und dann machen wir danach nochmal ein kurzes Review, was sind die Serienwerte, was hat er gemacht. In meinen Augen ist das Fahrzeug deutlich spritziger, wie er angegeben ist. Er fühlt sich deutlich agiler an. Wir werden es nachher ausrechnen können mit der Box, so ganz grob. Es wird in dem Fall leider keine Eingangsmessung geben, lediglich eine Ausgangsmessung. Das heißt, hier kann ich nur berechnen, was hier circa die Werte sein werden. Ich bin der Meinung, er streut deutlich nach oben. Er fühlt sich besser an wie 230 PS und 370 Newtonmeter. Jetzt möchte ich euch gar nicht lang aufhalten. Jetzt geht's ab. Wir machen jetzt 0 auf 100 mit Launch Control, würde ich sagen. Und einmal ohne Launch Control. Bis gleich. Wir sehen uns. Ciao. Der Verkehr hier in Deutschland lässt es mal wieder nicht zu. Ist eigentlich ein bisschen schade. Was wir machen, ne? Ich glaube auch nicht viel. Rückweg wird genau der gleiche sein. Jetzt aber auch so wohl wieder. Ja, dann fährt wahrscheinlich gleich der nächste raus. Ja, das ich bin nicht so relativ das wenig. Ist also wegen mir, wenn er rüber geht, du kannst rein, doch würde ich voll durchladen. Was der Wert Serie ist, den werde ich euch auf jeden Fall nachreichen im Video. 14,9 klingt jetzt für mich nicht so verkehrt von 100 auf 200. Ja, wir werden jetzt noch ein, zwei, drei Loks machen, 0 auf 100, weil da haben wir vorher zwar schon ein paar gemacht, aber da war es nicht perfekt. Und dann geht es zum Termin Downpipe einbauen. HG Motorsportansaugung. Ja. Jetzt würde ich sagen, wir schalten gleich nochmal ein zu Thema 0 auf 100. Bis gleich. Ciao. Vergleichsmessung läuft. Relativ gut, wie schon gesagt, Werte müssen wir noch korrigieren, aber das passt soweit, würde ich sagen. Ich versuche jetzt gleich euch noch ein kleines Tacho-Video hinzukriegen, müssen wir gucken, weil wir sind in den Kameraarmen relativ begrenzt, aber irgendwie kriegen wir das hin, würde ich sagen. Ab zum Tacho, bis gleich, ciao. Ja, wie versprochen, ein kleines Tacho-Video vom TT8S, in dem Fall 20 TFSI, 230 PS, 370 Newton, das wisst ihr ja bereits. Ja, 40, richtig gutes Auto. Fahren wir mal los. 50 im Sport, oder würde ich sagen, Matze? 50 im Sport. Machen wir Kickdown. Downpipe wird es halt natürlich deutlich lauter. Wenn dann noch die HG Motorsport Auspuffanlage kommt, dann wird es halt richtig krank. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Was man sagen muss, ist, das Tacho ist einfach geil. Meines Erachtens, das ist Hammer. Ja? Ah, mega. Wenn man das so sieht, mit dem großen Display, alles voll digital. Sich einige eine Scheibe abschneiden, finde ich. Also das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Ja. Wie mache ich das wieder groß? So. Das ist alles über das Lenkrad bedienbar.
man echt nichts sagen. Matze, jetzt würde ich sagen, gib mal ab zu einem kleinen Fazit und dann sind wir schon durch. Also, bis gleich. Ciao. Fahrdynamisch sehr geil, für Serie geht es schon relativ gut. Ich finde den Klang relativ gut, auch schon Serie. Da wird jetzt natürlich Abhilfe geschafft. Ich gehe davon aus, dass ihr irgendwann Mitte, Ende nächster Woche das nächste Video von dem Fahrzeug bekommt mit dem Thema Downpipe, mit dem Thema Ansaugsystem. Ich bin gespannt, freue mich darauf zu hören, wie er dann vorne klingt, weil er klingt Serie schon richtig, richtig geil. Also das Ansauggeräusch, ja. Sind wir gespannt, ein bisschen Motor, ein bisschen Getriebe noch und dann sollte das passen. Jetzt würde ich sagen, tut der Matthias immer wieder ein bisschen was arbeiten und ich die